Kulturjournal. Was haben iranische Teppiche und ein rumänisches Parteigebäude aus den Zeiten der Ceausescu-Diktatur gemeinsam? Sie haben heimische Künstlerinnen inspiriert, die ihre Arbeiten anschließend in einem der österreichischen Kulturforen weltweit gezeigt haben. Von Belgrad über Rom bis nach Teheran oder New York reicht das Netzwerk der österreichischen Kulturforen. Die neue Ausstellung On the Road Again im Wiener Künstlerhaus demonstriert diese Internationalität eindrücklich. Zu sehen sind dort die Arbeiten von in Österreich ansässigen Künstlerinnen und Künstlern, die zuvor in besagten Kulturforen zu sehen waren. Ziel des gemeinsamen Projekts von Künstlerhaus und Außenministerium war es, den internationalen künstlerischen Austausch nach der Corona-Pandemie zu fördern. Die Ausstellung mit den gesammelten Werken wird heute Abend im Wiener Künstlerhaus eröffnet. Mehr von Julia Saarländer. Zusammengekauert sitzen sie da, ihr Blick ist abgesenkt und auf ein nicht vorhandenes Mobiltelefon in ihren Händen gerichtet. Dort leuchtet stattdessen eine LED-Lampe. Ihre unteren Gesichtshälften sind mit einer Maske bedeckt. Das sind Bodenarbeiten, zeigen menschliche Figur, die sozusagen ziemlich entblößt sind, also fast schon aus Haut und Knochen bestehen und eine sehr ruhige Haltung einnehmen. Und die sind sozusagen mit sich beschäftigt und gleichzeitig natürlich virtuell verbunden mit anderen Orten der Welt, mit anderen Erfahrungen. So der Kurator Christian Hellbock über die Skulpturen der Künstlerin Rosemarie Lukasser. Eine Arbeit, in die Introspektion und Rückzug besonders stark eingeschrieben sind und die damit Themen aufgreift, die die Ausstellung On the Road Again im Wiener Künstlerhaus stets begleitet haben. Denn ihre Anfänge nahm die Schau im Frühjahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie, wie Kurator Simon Raas erklärt. In dieser Krise hat die klassische Auslandskulturarbeit mit man unterstützt Künstler bei ihren Reisen nicht funktioniert. Aus diesem Grund gab es eine Bereitschaft, etwas Neues auszuprobieren, dass wir Künstlerinnen und Künstler, die in Österreich leben und arbeiten, die Möglichkeit gibt, in einem Post-Corona-Szenario wieder in die Welt hinauszufahren und in der Zeit, in der sie noch nicht das tun können, zu arbeiten, sich Projekte zu überlegen, die bestimmten Orten auf der ganzen Welt gewidmet sind. Der Ausstellung ist dafür ein Open Call vorausgegangen. Das Hauptthema war Umbrüche politischer, ökologischer Art, gesellschaftlicher Art natürlich. Die Pandemie war natürlich der große Anlass, über das jetzt speziell zu denken. Die Klimakatastrophe, natürlich auch diese ökologischen Fragen. Und das ist natürlich ein sehr weiter Raum und einer, der die Gesellschaft und uns alle die nächsten Jahre, Jahrzehnte beschäftigen wird. Aber es ist dringlich, glaube ich, diese Themen überhaupt anzusprechen. Und das sei auch dankend angenommen worden, so Hellbock. 478 Bewerbungen sind eingegangen, aus denen die fünfköpfige Jury dann insgesamt 24 Positionen für 23 Städte ausgewählt hat. Mit je 7.000 Euro wurden die ausgewählten Projekte finanziert. Damit mussten sie an den jeweiligen Zielorten umgesetzt und ausgestellt werden. Die Ausstellungsbedingungen waren dabei teils sehr unterschiedlich, wie beispielsweise das kollaborative Projekt von Martina Trittat und Holger Lang für Bukarest zeigen würde. Da hat das Kulturforum keine eigenen Räumlichkeiten und das ist vielleicht gerade deswegen sehr erfolgreich geworden, weil die gemeinsam eine ganz tolle Location gefunden haben in Bukarest. Das war ein ehemaliges sowjetisches Parteizentrum oder Haus und die haben das bespielt, aber gemeinsam mit der lokalen Kunstszene und mit Künstlerinnen und Künstlern. Das ist dann wirklich ein dort signifikantes Projekt geworden. Gleich neben der Videodokumentation von dieser Arbeit ist ein buntes Netz quer durch den Raum gespannt, teilt diesen in zwei Hälften. Es ist die Arbeit der Künstlerin Jelena Micic, eine jener Positionen, die aufzeigt, wie stark geopolitische Konflikte und das Weltgeschehen die Umsetzung so mancher Projekte beeinflusst hat. Denn ihre Arbeit war zur Ausstellung in Kiew bestimmt. Eine andere großflächige Malerei hätte in der iranischen Hauptstadt Teheran entstehen sollen, ist die Künstlerin doch durch die dortige Technik des Teppichknüpfens inspiriert worden. Angesichts solcher Einschränkungen, auch abseits der Pandemie, sei die Förderung und Unterstützung für die künstlerische Arbeit in anderen Ländern besonders wichtig, meint Simon Raas. Der Grundgedanke war oder ist auch die Überzeugung, die Kunst ist ein Feld, in dem der Mensch selbst Erfahrungen machen muss. Der Mensch kann selbst, muss sehen, man kann nicht alles nur im Internet lesen und Menschen über Skype begegnen. Ich glaube, das sind einfach Dinge, die sehr wichtig sind für Künstler. Dann sollte der Mensch, glaube ich, schon
die Möglichkeit haben, selbst dann diese Erfahrungen eines anderen Ortes zu haben. Das Reisen für die künstlerische Arbeit sowie der Transport von Kunstwerken sei im Sinne ökologischer Fragen, aber auch in einigen Projekten reflektiert worden, so Christian Hellbock. An diesem Beispiel, Matthias Kloß untersucht Brachen in Berlin, in Wien, eine sehr ruhige Arbeit. Den Transport hat er natürlich mit dem Zug gemacht nach Berlin. Bohaska hat seine ganze Skulptur im Zug in einem Liegewagen transportiert. Sarah Pfeiffer ist mit einem LKW, der sowieso herumfährt, einfach mitgefahren und hat es dokumentiert. Das heißt, sind oft auch von den Künstlerinnen nicht speziell jetzt noch Reisen gemacht worden, die nicht eh schon stattfinden würden. Neben unterschiedlichen Zugängen zur inhaltlichen Setzung sind in der Schau auch alle Spielarten der bildenden Kunst, von Malerei über Fotografie hin zu skulpturalen Arbeiten sowie Medienkunst zu sehen. Angereichert durch den Austausch mit anderen Ländern und Kulturen bietet On the Road Again damit einen spannenden und diversen Einblick in die heimische Kunstszene. Die Ausstellung On the Road Again wird heute Abend eröffnet. Morgen und übermorgen kann sie bei freiem Eintritt besucht werden. Die Jugend des griechischen Helden. Zusammengekauert sitzen sie da, ihr Blick ist abgesenkt und auf ein nicht vorhandenes Mobiltelefon in ihren Händen gerichtet. Dort leuchtet stattdessen eine LED-Lampe. Ihre unteren Gesichtshälften sind mit einer Maske bedeckt. Das sind Bodenarbeiten, zeigen menschliche Figur. Dann zur Verlobung der Infantin Maria. Jetzt noch Reisen gemacht worden, die nicht eh schon stattfinden würden. Neben unterschiedlichen Zugängen zur inhaltlichen Setzung sind in der Schau auch alle Spielarten der bildenden Kunst, von Malerei über Fotografie hin zu skulpturalen Arbeiten sowie Medienkunst zu sehen. Angereichert durch den Austausch mit anderen Ländern und Kulturen bietet On the Road Again damit einen spannenden und diversen Einblick in die heimische Kunstszene. Die Ausstellung On the Road Again wird heute Abend eröffnet. Morgen und übermorgen kann sie bei freiem Eintritt besucht werden.